ermöglichen dir auch Sachen, das kostet dich alles nichts, ne? Da kümmern die sich drum, schreiben dir deine Nachricht, ja, du kannst das und das und das und das machen, wenn du möchtest, musst es nicht machen, guck doch mal, vielleicht bringt es dir was. So, und dann machst du das und es kostet dich nichts, außer ein Dankeschön. Und dann hat sich das, ne? Die verlangen ja auch nichts von dir. Weil du bist ja immer noch dafür selbstverantwortlich. Wenn du Geld verdienen möchtest mit YouTube, bist du selber dafür verantwortlich, gute Videos zu machen. Das ist ja ganz einfach. In Anführungsstrichen, ganz einfach. Gute Videos machen. Puh, was ist das? Was ist schon schwer daran? Ich habe da noch Sand. Ich hätte da noch Sand. Ja, also. Ich kann es euch bloß ans Herz legen. Bevor jetzt die große Welle kommt mit 2014. Es soll ja schon am 1. Januar losgehen. Dass das denn passiert, ne? Ich will es nur erwähnen. Damit man sich schon mal so geistig und moralisch drauf einstellen kann. Und ich bin bloß mal wahnsinnig gespannt, wo das Ganze noch hinführen wird. Genauso denke ich mir, ich denke es mal, dass jetzt viele, die damit angefangen haben, vor allen Dingen Jüngere und so, extremst davon abgeschreckt werden. Dass jetzt viele, die jetzt angefangen haben, auch wieder damit aufhören werden, weil sie einfach mal Angst, ja, kann man das Angst nennen? Ja, ich glaube schon. Angst davor haben, irgendwas falsch zu machen und irgendwie dann Ärger zu kriegen mit irgendwem, ne? Weil wer kennt sich denn schon groß damit aus? Was kann mir passieren? Ich kenne mich da selber nicht so gut. Eieieiei, nicht gleich so stürmisch, my friend. Verstehst du? Halt, ich brauche Glas. Die Axt brauche ich jetzt erstmal nicht, ich brauche Glas. Warum kommt die hier vor? Ist sie doof? Doofe Lava? Bist du doof? Bist du doofe Lava, ne? Ja, bist du kneten doofe Lava. You are a doofe Lava. Lass ich das so? Könnte ich lassen, oder? Oder sieht das doof aus? Nö, nö. Ich hätte unten gleich die Steinblöcke weghauen sollen. Dann machen wir das anders. Wir hauen nochmal das Glas hier raus. Ja, nun komm, verpiss dich. Den wollte ich haben. Und den da wollte ich haben. So, dann geht das mal wieder weg. Weg! Ich bin schon ganz schön lebensmüde, ne? Sag es ruhig. Oder doof. Selten dämlich. Kneten dämlich. Geh weg! Mensch. Gut, jetzt geht die Lava da weg. Freut sich ihres Lebens. Okay. Dann werde ich jetzt mal das da weghauen und das da weghauen. So wollte ich das nämlich eigentlich von Anfang an machen. Nervenkitzel. Gut, das sieht doch gut aus. So, jetzt kommt hier das Glas wieder rein. So. Und so. Okay. Ja, was könnte ich noch erzählen, außer dass YouTube langsam richtig scheiße wird? Keine Ahnung. Glas, Glas, Glas. Lava und Glas. Das sieht so schön aus. Das sieht so aus, als ob das jetzt alles da reinläuft. Na gut, hier läuft es ja rein.
Da unten steht jetzt wieder. Komischerweise, hier läuft es doch. Es kommt von hier geflossen. Es kommt von da geflossen. Da müsste das sich doch hier sammeln und nach da fließen. Warum steht dann dieser Block da? Erklär mir das mal einer. Ich weiß es nicht. Gut, dann Glas, Glas, Glas und Lava und Glas. So. Gut. Jetzt, ja, na sicher. Warum kann das jetzt hier nicht weiterfließen? Erklärt mir's. Das ist mir zu doof. Ganz ehrlich, viel zu doof. Wenn ich das jetzt hier raushaue, kommt die Lava da raus, ne? Wäre das schlimm? Ich weiß es nicht. So. Moment. Erstmal hier absichern. Hier können wir schon. Oh, Nervenkitzel. Gut, die kommt da nicht rausgepoltert. Das ist schon mal gut. Dann können wir doch da schon mal Lava hinsetzen und da Glas und dann da Lava und da Glas. So. Ui, schön. Ja, ich weiß, ich hätte da jetzt noch Kobbel hinmachen müssen und unterwegs war auch schon einige, aber nee, ist jetzt nicht mehr. Das fällt nachher eh nicht auf. Das ist schön so. Gut, dann der wieder raus. Dann können wir hier schon mal tak, tak, tak. Und Lover. Und so. Ja, Spinni. Beruhige dich. So. Lava und Glas. Schön. Oder? Ist schön. Komm. Sag mal. Schön, schön, schön. Sag einfach, ja, das ist schön. Gut, jetzt werde ich hier, das werde ich aber nicht lassen hier, weil das sieht denn noch ein bisschen zu kacke aus, oder? Du noch, du noch. Du noch. Nee, du noch nicht. Ich mache hier erstmal. So, dich nehme ich noch mit. Gut. Dann können wir den hier unten raushauen. Und hier schon mal wieder Glas reinpflanzen. Und die letzten zwei Lava-Eimer nehmen. Zack. Zack. Ach, ist es schön. Ja, jetzt steht hier alles. Ach, ist es schön. Kotzt mich überhaupt nicht an. Nee. Ah. Hauptsache, es ist schön erleuchtet. Gut, dann werde ich bald wieder Aufnahmepäuschen machen. Ich wollte eigentlich bloß eine Folge aufnehmen. Es sind drei geworden. Auch wieder schön. Aber man sieht, es wird hier garantiert nichts spawnen. So hell wie das hier ist, was soll hier spawnen, ne? Gut, hier muss ich mir den Bus mal überlegen, wie ich das denn mache. Ich muss dann von draußen erstmal hier alles Glas, Lava, Wand. Um zwei versetzen. Gut, Lava habe ich im Moment eh nicht. Dann werde ich erstmal schnell erstmal gucken. Ist das jetzt hell draußen? Oh ja, wahnsinnig hell. Wir gehen erstmal schlafen und dann werde ich das alles erstmal um einiges versetzen da drüben. Gute. Das ist doch jetzt nicht wahr. Das ist doch jetzt so gemein. Jetzt muss ich hier von Haus zu Haus rennen, bloß damit ich pennen kann, ey. Leute. Ist doch jetzt nicht wahr. Sag mal, wie weit bin ich unter der Erde hier? Und ich höre die da oben trippeln. Haben die so einen extremen Stöckelschuhe an. Ist ja schlimm. Ja, guten Tag. Kann ich denn wenigstens hier jetzt pennen?
Ich gehe extra nach ganz oben. So. Ja, gut, hier darf ich pennen. Das ist ja nett. 5 Minuten hätten wir dann noch. Dann werde ich jetzt mal erstmal gucken. Ey, Spinnen, es ist Sonne. Licht. Lasst mich in Ruhe. Da. Klingeling. Hauptsache kein Creeper. Das andere ist mir alles scheißegal. Skelette, Zombie, Spinnen ist mir scheißegal, aber keine Creeper, bitte. Gut, dann muss ich einmal gucken. Das war doch hier, ne? Müsste doch. Au! Hier sein. Genau, hier habe ich doch letztens Erde reingesetzt. Genau, da haben wir es doch schon. So, um wie viel denn? Das können wir ja so lassen. Obwohl, ich würde da schon gerne mehr Erde hinsetzen, weil das ist mir ein bisschen zu riskant. Wenn ich denn da Lava drinne habe und hier durch dummen Zufall anfange zu buddeln, stehe ich dann da. Und die Lava kommt raus und meine ganze Insel verbrennt und nee. Gut, dann werde ich das hier erstmal freilegen. Okay, da müsste hier noch einer sein. Ne, das ist schon die Höhe. Hier ist keiner mehr. Achso, hier ist ein Doppelter. Entschuldigung, mein Fehler. Dann ist da noch einer. Und da müsste einer sein. Genau, das ist der letzte hier. Das ist ja wohl das letzte. Gut, dann muss ich das jetzt alles verpflanzen. 47 Kobbel habe ich. Ja, ich würde sagen, besser wird es, wenn ich da Kobbel einfach mal drum zirkel. Dann fällt das auch besser auf, falls ich anfangen sollte zu buddeln. Gut, da Kobbel. Machen wir erstmal einfach bloß so drumherum. Und dann kann ich das ja Glas, Lava, Wand. Und dann kann ich das ja immer noch verstecken, ne? So, so, so. So, so, so. Okay. Hätten wir den schon mal versteckt. Besser gesagt, zugemauert. Damit da kein Blödsinn passiert. Hier noch. Oder? Nee. Nee, das war jetzt falsch wieder. Ach, nee. So, da kommt ja denn die Lava. Genau. Hier haben wir schon richtig. Hier ist doppelt, da ist doppelt. Von der Höhe her kommt das hin. Das sieht so komisch aus, oder? Naja. Höhe, das stimmt auch. Gut. Dann kommt er jetzt hier dran. Zack, zack. Gleich mal noch eine Etage tiefer. Das habe ich hier drüben noch nicht gemacht, ne? Darum sieht das auch so komisch aus. So. Nehmen wir mal alles mit, das brauchen wir ja zum Bauen. Okay, das ist der. Dann kommt hier noch einer tiefer und da haben wir schon einen tiefer. Ach, hier müssen wir ja auch den noch. Gut, dann kann ich das ja auch schon mal weghauen. So. Okay, 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 okay. Supenduper. Dann. Scheiß auf die Erde. Ich mach da Kobbel rein. Gut. Das werden wir dann irgendwie noch verstecken. Mit verdammt viel Erde. Aber ich hatte ja, glaube ich, in der Kiste massig an Erde. Was sagt denn eigentlich die Zeit? Jo, Folge ist vorbei. Gut, dann werde ich das hier nächste Mal noch weiter zu basteln. Kobbel ist auch alle.
Ist doch schön. Das ist doch mein Timing. Da freuen wir uns doch. Gut. Warte mal, komme ich hier noch hin? Ich komme hier noch hin. Ich komme hier noch hin. Ich muss doch noch schöne Fotos machen, Mensch. Es geht doch nicht ohne Fotos. So. Halt. So. Foto. Okay. Dann sage ich mal wieder Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte bewerten nicht vergessen, ne? Und ihr könnt ja auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben über das, was YouTube jetzt vorhat und alles sowas, ne? Habt ihr jetzt nur gehört? Falls ihr es noch nicht wissen solltet, was ich ja nicht glaube. Aber schreibt es einfach mal. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und ich sage bis denne dann.